Ey yo, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary. Also nicht richtig Gameplay, sondern eigentlich nur Counter-Strike Source, bisschen B-Hop rumgehoppe und ich habe nicht so viel Zeit, weil das Video nur, ich weiß nicht, 4 Minuten 40 ist oder so. Und wenn das nicht ganz reicht, was ich hier noch laber, dann hänge ich noch einfach noch ein paar Clips hinten dran. Und ja, ich wollte einfach mal so ein kleines Infovideo machen. Okay, was ist das Infovideo? So ein paar News nochmal bringen und so weiter. Ja. Und zwar, ja, das, auf jeden Fall wollte ich mich noch auf MW3 beziehen, denn Robert Bowling, hat angekündigt, dass mehrere Patches jetzt für MW3 die Woche rauskommen werden. Unter anderem auch, der Stealth Bomber Exploit soll gefixt werden. Oder halt Glitch, ja, wie man es halt sagt. Ja, wer das schon, ja, hat bestimmt schon einige bemerkt, dass viele Leute auf einmal ganz viele Stealth-Bomber im Spiel hatten, ne? Und die ganze Zeit dieser scheiß Bildschirm wackelt wie Rotz. Ja, das soll jetzt gefixt werden. Und noch ein paar andere Sachen. Unter anderem ist auch dabei der Fix von dem Glitch, dass man irgendwie unter die Karte von Outpost konnte. Oder jetzt noch kann. Ich weiß aber bei beiden nicht, wie jetzt genau das funktioniert und keine Ahnung. Und ist mir eigentlich auch egal, soweit, ja. So, ach so, ja, nicht, dass ihr euch wundert. Zwischendrin ist das Game, also das Video, was ihr jetzt gerade seht, ein bisschen heftig geschnitten, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich da weiterkommen soll und es irgendwie geschafft hatte und dann einfach weiter aufgenommen habe. Jo. Auf jeden Fall, nächstes Thema wäre dann Call of Duty Elite, was jetzt 1 Million Mitglieder hat. Das wollte ich einfach mal erwähnen, weil das eigentlich ziemlich cool ist. Und jetzt passend noch zu CS, wäre da die Global Offense Closed Beta. Die startet jetzt höchstwahrscheinlich, also vielleicht verschieben wir es ja nochmal, ich weiß es ja nicht. Eigentlich sollte es ja schon im Oktober, am Ende Oktober, Mitte Oktober, ich weiß es gerade nicht, sollte die ja eigentlich starten. Und ja, jetzt ist der 30. November anscheinend angepeilt. Und ich bin mal gespannt, also zu spielen wird es da geben, Dust 2. Ja, das war es eigentlich soweit, die beiden Karten. Und soweit alle Waffen. Also bin mal gespannt. Dann kann man auch die ganzen neuen Sachen noch ausprobieren. Man hat ja schon ein paar Gameplay-Videos gesehen. Molotow-Cocktail und diesen Taser. Ja, diesen Taser, der auch irgendwie einen Schuss hat oder so. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das alles laufen wird. Und ich freue mich schon aufs Spiel. Also auf jeden Fall, wenn es dann nächstes Jahr in die Open Beta reinkommt. Also wenn ich jetzt in die Closed Beta. Wenn ich die noch spielen werde, werde ich da wahrscheinlich auch was hochladen mit Maurizio zusammen. Wo wir zusammen vielleicht mal live spielen oder nachträglich was zusammen kommentieren. Und ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Da bin ich schon sehr gespannt. Und wenn das fertige Spiel dann rauskommen wird, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und also ich wollte jetzt sowieso auch mehr Videos noch zu CS machen. Also wir haben auch so viel geplant, das kriegen wir, also das kommt noch alles. Und wir freuen uns schon voll darauf, das mal aufzunehmen. Und ja, ich kann auch mal sagen, dass diese Woche oder nächste Woche noch mein Unboxing, also was heißt nochmal, mein erstes Unboxing-Video kommt. Und jo. Genau, dann noch für die Leute, die es vielleicht interessiert. Jack und Dexter kommt noch mal in HD für die PS3. Ja, ich weiß, es hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber ja, es ist halt ein Spiel, es ist eins meiner Lieblingsspiele einfach. Und ich habe wahrscheinlich keine Möglichkeit, das irgendwie aufzunehmen, weil ich keine Capture Card für die PlayStation habe. Beziehungsweise ich habe gar keine PlayStation, das würde ich dann bei Maurizio aufnehmen. Aber ja, okay. Auf jeden Fall, vielleicht werde ich mir das holen, das ist dann so eine Trilogie und die ist nochmal jetzt hochgerechnet auf 720p anscheinend. Und ja. Die werde ich mir dann vielleicht holen, ein bisschen spielen, vielleicht auch mal darüber was sagen, wenn es jemanden interessieren sollte. Ich weiß ja nicht. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, dass für Prototyp 2, also Prototype, neuer Trailer draußen ist. Den könnt ihr euch angucken. Vielleicht werde ich noch verlinken, mal gucken. Und ja, ich glaube, das Video ist jetzt vorbei. Dann würde ich mal sagen, schaltet auch das nächste Mal rein. Nee, Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kurz Kommentar oder so, wäre cool. Wir sehen uns, haut rein, tschaußen!